Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Einige von euch haben sich ein Video von mir gewünscht, wie man im Ranked-Modus am besten aufsteigen kann, leveln kann. Hier habe ich heute ein paar richtig gute Tipps für euch. Wenn ihr die beherzigt, könnt ihr den einen oder anderen Rank vielleicht noch erreichen. Ich bin jetzt aktuell Platin 2. Mein Anspruch ist es auf jeden Fall noch auf Diamant zu kommen. Das sollte definitiv machbar sein. Ich bin gespannt, ob ich es bis Ende Season 3 noch schaffe, da ich eigentlich hauptsächlich mit Randoms spiele. Warum ich nur mit Randoms spiele, das erkläre ich euch im Laufe dieses Videos. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Vorab natürlich, ich bin nicht der beste Ranked-Spieler. Das wissen die meisten von euch, die regelmäßig meine Livestreams verfolgen. Aber dennoch heißt das nicht, dass ich nicht den ein oder anderen spitzen Tipp für euch habe. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Lasst vorab schon Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Tipps und Tricks und Infovideos über Apex Legends zu verpassen. Wir legen direkt mit den ersten Tipps los. Tipp Nummer 1, schon sehr wichtig, ganz logisch, spielt mit einem festen Squad, mit dem ihr mega gut eingespielt seid. Es klappt alles fast gefühlt blind, jeder weiß, wo der andere hinläuft. Ihr habt vor allen Dingen eine vernünftige Party offen, wo ihr euch richtig gut verstehen könnt. Ihr kommuniziert super und die Callouts funktionieren. Mega wichtig im Rank, dass das super funktioniert. Vor allen Dingen sprecht die Legenden aufeinander ab, dass jeder möglichst die Legende hat, mit der er am besten umgehen kann. Oder auch ganz wichtig, stimmt die Legenden so ab, dass die dem Team eher helfen, als dass sie euch vielleicht als Ego-Player weiterhelfen. Ich nenne hier als Beispiel mal Lifeline, auch wenn das sicherlich nicht jeder auf meiner Seite ist. Ich finde, Lifeline hilft im Zweifelsfall eher dir alleine als dem gesamten Squad. Sind wir mal ehrlich, wie oft kommt die Situation, wo ihr alle komplett hochheilen könnt, ihr haut vielleicht ein Care-Package runter, wo für jeden was Tolles dabei ist. Ich finde, sowas wie Bangalore zum Beispiel ist nur ein Beispiel. Ihr könnt euer Squad oder das gegnerische Squad ein bisschen zusmoken, um entweder zu flüchten, oder ihr habt einen Bloodhound dabei, der sein Ulti zündet, oder jemand zum Digivisier, wo ihr die Gegner durch den Rauch sehen könnt und könnt dann die Gegner so pushen. Das meine ich so ein bisschen mit aufeinander abgestimmt sein. Und auch ganz wichtig noch mit als Unterpunkt, verzichtet auf die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen. Das ist absoluter Schwachsinn und lenkt vom Wesentlichen ab, im Rank voranzukommen. Dann als nächstes, weil ich gesagt habe, ich spiele seit Platin nur noch mit Randoms. Ich komme mit meinem Stammsport, warum auch immer, Gründe kann ich dafür nicht richtig nennen. Vielleicht ist man abgelenkt, quatscht zu viel blödes Zeug oder ist einfach nicht konzentriert. Ich spiele seit Platin tatsächlich wirklich ausschließlich mit Randoms, mit denen ich auch ganz gut vorankomme. Denn ab Platin ist es definitiv Fakt. Jeder, der Platin erreicht hat, kann ein bisschen was. Davon sollte man zumindest ausgehen. Und man kann sicher sein, dass man hier auch da, hier und da auch mal Leute dabei hat, die was können. Ich finde, zwischen Bronze, Silber, Gold ist es noch oft so, dass du Leute dabei hast, die entweder nicht gut genug sind, muss man einfach mal so sagen, ohne das schlecht reden zu wollen, oder tatsächlich nebenbei auch noch ihre täglichen und wöchentlichen Herausforderungen machen oder einfach irgendwo allein hinfliegen. Erlebe ich zwischen Silber und Bronze und Gold, habe ich das ganz oft erlebt. Darauf wollte ich hinaus. Das zum Thema Legenden und festes Squad. Der nächste Tipp. Ihr seid im Jumpship, ihr überlegt, wo soll es denn hingehen. Fliegt einen Spot an, wo genug Loot ist. Und vor allen Dingen, springt nicht am Anfang raus. Springt nicht in die Hotzone und springt nicht auf den Zug. Es gibt Gelegenheiten, wo man das alles tun kann. Da sollte man aber zwingend entweder auf dem Flug noch nicht zu weit geflogen sein oder noch im Jumpship sein. Also dreht euch um, guckt, wo die Gegner hinfliegen. Und wenn ihr dann seht, dass vielleicht am Anfang gar keiner rausgesprungen ist, wenn ihr noch nicht zu weit geflogen seid, logischerweise, oder die Hotzone oder der Zug wird nicht angeflogen, dann dreht um, fliegt dorthin, dann ist es das Beste, was ihr machen könnt, das ist natürlich logisch. Ansonsten fliegt ein Spot an, wo genug Loot liegt. Es bringt nichts, wenn ihr landet, du bist in dem Haus, wo du dich perfekt ausrüstest, aber deine Teammates kriegen nichts ab. Oder ihr landet irgendwo so weit getrennt voneinander, ist meistens so, du landest, jeder läuft ein bisschen in eine andere Richtung, damit sich jeder für sich besser ausrüsten kann. Dann bist du perfekt ausgerüstet, knallst aber auf einen Squad, die dich komplett runterreißen, weil du allein da stehst. Deswegen schaut die Mischung aus einem perfekten Squad, wo ihr euch gut ausrüsten könnt, aber dabei nicht zu sehr auseinanderdriftet, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Ist nicht einfach, aber machbar. Deswegen sucht euch unbedingt einen Spot, wo es funktioniert, und merkt ihr, der Spot eurer Wahl, da fliegen links und rechts noch welche hin, dreht lieber ab, landet am besten irgendwo abseits, wo vielleicht nichts liegt, aber ihr könnt 20, 30 Sekunden weiterlaufen und könnt euch da in Ruhe ausrüsten. Wenn das so nicht funktioniert, würde ich auf jeden Fall jedem raten, am Anfang einem Gunfight erstmal aus dem Weg zu gehen, damit ihr vernünftig looten könnt.
Als nächstes würde ich jedem raten, wenn ihr gelootet habt und habt aber noch keine Rüstung, ihr habt vielleicht die beste Waffe der Welt, ich würde trotzdem, egal was ihr für eine Waffe habt, den Gunfight, wenn es denn einen geben könnte, dem Gunfight lieber aus dem Weg gehen, weil ihr könnt noch so perfektes Aim haben, wenn euer Gegner einen lila Buddy hat und er dasselbe Aim oder vielleicht ein bisschen schlechter ist, haut er euch trotzdem weg. Ihr wisst alle, das muss ich niemandem erzählen, dass man das besser lassen sollte. Ich sag's der Vollständigkeit halber, meidet einfach Gunfights ohne Rüstung. Und wenn eure Gegner ein Schab ist und ihr habt immer noch keine Rüstung, muss man hier auch abwägen. Ist einer der Gegner schon tot? Ist es vielleicht nur noch ein Gegner? Dann kann man sagen, okay, dann kann ich das feindliche Squad oder den letzten Gegner pushen. Ansonsten sollte man abwägen, ob das Sinn macht, ohne Rüstung in das Gefecht zu gehen. Dann würde ich auch jedem raten, seid euch nicht zu sicher. Auf was will ich da hinaus? Ich will da speziell auf Einzelaktionen hinaus. Ich habe es ganz oft erlebt. Ich schieße vom Weiten einen Gegner runter, der hat einen lila Buddy, pam, das lila Buddy ist runter. Dann habe ich den vielleicht noch so weit runtergeschossen, dass er eigentlich One-Shot ist. Und dann fange ich die unendliche Dummheit im Ranked an, pushe dem Gegner alleine hinterher. Meine Teammates sind noch irgendwo hinter mir, vielleicht schon 100-200 Meter hinter mir, weil ich den Gegner die ganze Zeit verfolge und sehe ihn vielleicht nicht richtig. Ich vermute nur grob, wo der Gegner ist. So, dann laufe ich irgendwo um der Ecke und kriege vielleicht zwei Peacekeeper-Shotgun-Schüsse ab. Und bin tot. Obwohl ich mir meiner Sache so sicher war, hat er sich vielleicht hochgeheilt oder ist an irgendeiner Position, wo ich nicht damit rechne. Dann hat er mich alleine von meinem Squad getrennt und ich bin tot, weil ich so dumm war, weil ich dachte, komm, den Kill kriegst du. Also seid euch nie zu sicher und vor allem macht keine Einzelaktion, trennt euch damit zu sehr von eurem Team. Das ist absoluter Bullshit. Entweder werdet ihr dann gepusht oder eure zwei Teammates, die ihr alleine gelassen habt, die werden von vielleicht anderen gepusht oder werden gesandwiched und ihr könnt im Zweifelsfall nicht helfen. Einen ganz wichtigen Tipp im Gunfight finde ich auch, und das beherzige ich auch nicht immer, wenn ihr zum Beispiel eine Bangalore vor euch habt, die habt ihr relativ gut schon runtergeschossen, schaut, dass ihr das als Callout an eure Mates weitergebt, dass vielleicht die beiden Mates auch wissen, du ballerst gerade auf eine Bangalore, die so weit runtergeschossen ist, dass es sich lohnt, im Squad diese einzelne Legende zu pushen, damit schon mal eine Legende von drei Gegnern weg ist und ihr nur noch zwei Gegner vor euch habt. Auf was will ich also hinaus? Schaut, dass ihr vielleicht zu dritt euch erstmal einen einzigen Gegner aus diesem Squad, wenn möglich, rauszieht, damit das gegnerische Squad schon mal um eine Legende geschwächt ist und nur noch zwei vor euch sind. Ich finde das, es passiert zwar häufig, dass jeder für sich eine Legende vornimmt, das lässt sich nicht immer vermeiden, aber wenn machbar, schaut, dass ihr immer zum Beispiel viele Gunfights in Season 3 fuckt mit einer Sniper zum Beispiel, weil die Long Range bzw. die Weitläufigkeit der Map zwingt euch oft dazu, Gunfights auf eine hohe Entfernung. Dann kann man vorab schon, wenn man zum Beispiel im Sniper-Visier ist und aimt auf ein gesamtes Squad, sagt zum Beispiel der ganz rechte Gegner, eine Watson oder sonst was, lass uns gemeinsam, wenn alle eine Sniper haben, was weiß ich, auf diese rotzen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr innerhalb von Sekunden eine Legende schon mal komplett runterschießen, als dass jeder für sich alleine so einen Blödsinn macht. Dann auch noch ganz wichtig zu erwähnen, Fehler, den ich immer und immer wieder selber sehe und auch häufig noch mache. Eine ganz simple Geschichte. Du hast vielleicht ein weißes Körperschild oder ein blaues und findest auf einmal ein lilanes oder ein goldenes oder einfach eine Stufe höher. So, und dann hast du einen Teammate, der ein noch schlechteres Schild hat als das, was du gerade fallen gelassen hast. Dann ping es gefälligst. Den Fehler mache ich heute noch. Ich habe einen lila Buddy, kriege ein lilanes. Ein Teammate von mir hat vielleicht ein weißes oder gar keins. Und was mache ich? Ich nehme das lila Körperschild und laufe weiter. Also dreh dich um, ping gefälligst dieses bessere Körperschild, was dein Teammate gebrauchen kann. Also habt immer im Blick, was haben eure Teammates für ein Körperschild, was für ein Helm. Also sprecht euch im gesamten Allgemeinen über euer Inventar ein bisschen ab. Wer braucht vielleicht noch Gesundheit? Also im Allgemeinen kann man dort sagen, wenn ihr gerade eine ruhige Minute, vielleicht nicht eine Minute habt oder ein paar ruhige Sekunden irgendwo in Deckung, in Sicherheit, wo keine Gegner sind, drückt ins Menü alle drei, sagt hier, ich habe zu viele Schildzellen, zu viele Spritzen oder eben zu wenig. Teilt den Loot untereinander so auf, auch mit der Munition, dass jeder vernünftig versorgt ist. Und auch, es ist nicht verkehrt, wenn man jedem sagt, pass auf, ich renne zum Beispiel mit einer Charge Rifle rum und mit einer Longbow oder mit, keine Ahnung. Es geht darum, dass nicht jeder sinnlos irgendwelchen Blödsinn pingt. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Teammate nur Energy Ammo braucht und vielleicht nur schwere, dann brauche ich nicht sinnloserweise irgendwelchen Scheißping und kann den Leuten sagen, pass auf, ich bin mit meinem Blut zufrieden, du brauchst nicht weiter sinnlos rumpingen.
Ich versuche jetzt mal eine Weisheit loszuwerden. Und zwar habt immer den Anspruch, die Punkte, die ihr für eine Runde gezahlt habt, wenigstens wieder reinzuholen oder auf Null zu setzen. Dass ihr, wenn ihr zum Beispiel in Platin eine Runde startet, bezahlt ihr erstmal 36 Punkte. Versucht wenigstens diese 36 Punkte wieder reinzuholen. Ich muss natürlich jetzt niemandem erzählen, versucht immer mindestens die Top 10 und besser zu erreichen, möglichst viele Kills. Das ist alles mega logisch. Ich möchte im Einzelnen einfach darauf hinaus, ihr merkt, ihr habt gerade eine mega beschissene Runde, ihr seid scheiße ausgerüstet, dann gehen vielleicht eure beiden Teammates noch drauf und ihr seid alleine, könnt die vielleicht nicht mehr holen. Dann schaut, dass ihr trotzdem so weit wie möglich kommt, egal wie aussichtslos das ist. Im Zweifelsfall mache ich im Platin auch öfter selber oder rate es meinen Teammates, wenn die Situation aussichtslos ist. Haltet euch verdammt nochmal aus jedem Gunfight raus und guckt, dass ihr euch von Zone zu Zone immer so unauffällig wie möglich bewegt, dass die Gegner euch nicht sehen und sichert einfach die Punkte. Selbst wenn ihr keine Kills gemacht habt und ihr seid vielleicht schon 8er oder 7er, kraucht so weit in die Zone, irgendwo unauffällig, wo euch keiner sehen kann, unter einem Haus oder in irgendeiner Deckung, dass ihr es vielleicht noch auf Platz 5 oder 4 schafft, dass ihr sicherlich aus der Situation nicht mehr Erster werdet, aber vielleicht könnt ihr noch Zweiter werden, weil sich die letzten zwei Squads befeiten und ihr als lachender Zweiter rausgeht, dass ihr so viele Punkte wie möglich ohne Aussicht auf einen Sieg rausholen könnt. Darauf will ich hinaus. Sichert so viele Punkte wie möglich und spielt nicht alleine den Rambo, weil ihr seid definitiv nicht Rambo. Das ist mal Fakt. Habe ich ganz oft erlebt. Ich hatte letztens erst eine Runde gespielt. Da war mein Teammate allein und ich habe den geraten, halt dich raus. Und er dachte, mit einer Sniper kann ich doch alle alleine wegholen. Dann ballert er auf das eine Squad und von rechts kamen die Leute und haben ihn weggeballert und er hatte die geilste Position, um sich locker noch zwei, drei Positionen nach oben zu campen. Ist einfach mal Fakt. Und wenn wir jetzt beim Campen einmal sind, ab Stufe Platin ist es so, kann man von Positioning reden und es bewusst einsetzen. Wer nicht so richtig weiß, was ich meine, taktisches Warten oder auch Campen genannt, man kann das so schön reden, wie man will, aber ich sage mal, ab Stufe Platin, spätestens ab Stufe Diamant, machen es viele. Ich habe schon mal mit einem Predator-Spieler gespielt, bevor er es überhaupt war. Der spielt auch Ligaspiele und ist in Deutschland, ich glaube, Weltranglisten 200, bla, hast du nicht gesehen. Ein richtig guter Spieler, den habe ich auf Twitch mal eine Weile zugeschaut und habe ihn mal gefragt, wie sehr das denn Spaß macht, die halbe Runde auf einem Dach, verbarrikadiert mit Elektrozäunen und Gasfallen, es macht doch keinen Spaß. Und da hat er gesagt, ja, es macht keinen Spaß, aber das nennt man Positioning, das ist nun mal taktisches Warten, das macht ab spätestens Platin oder ab Diamant dann eher, machen das die meisten. Sie verbarrikadieren sich so lange in der Zone, bis sie sowieso weiter müssen und meiden die Kämpfe. Natürlich bringt es dir ab Diamant nichts, wenn du die ganze Zeit Positioning betreibst und keine Kills machst, weil ohne Kills machst du wahrscheinlich erst ab Stufe 5. Wenn du 5. wirst, machst du vielleicht so deine ersten Pluspunkte, wenn überhaupt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Fakt ist, Positioning ist ab einer gewissen Stufe nicht ganz so verwerflich. Geht leider nicht anders. Der Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe, hat das so gesagt, dass es im Endeffekt zum Schluss fast alle machen. Wenn du natürlich Stufe Predator erreicht hast, dann kannst du von diesem Rang nicht mehr runterfallen. Da kannst du pushen, wie du willst, da ist es egal. Aber wenn du wirklich den Anspruch hast, auf Diamant zu kommen oder Predator, bis zu diesem Weg kommst du an Positioning irgendwann nicht rum. Und da betone ich nochmal die ersten Tipps, wenn die Legenden vernünftig abgestimmt sind. Watson zum Beispiel kann gewisse Zugänge und Eingänge vernünftig verbarrikadieren. Ein Caustic kann Türen blockieren und so weiter. Das ist alles etwas, was beim Positioning extrem hilfreich ist. Das waren jetzt eigentlich alle Tipps, die ich habe. Habt ihr noch irgendwas, was ihr in den Kommentaren gerne loswerden wollt an Tipps, die ich vielleicht vergessen habe, ihr wisst, was ich meine, haut es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt an Tipps und Informationen und so weiter. Ich hoffe, ich habe das Video nicht zu sehr in die Länge gezogen und auch nochmal betont, ich weiß, ich bin nicht der krasseste Mega-Player, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man nicht gewisse Tipps darauf hat, auch wenn man sie vielleicht selber nicht so exakt beherzigt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video und konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.